It's me, the coach. We are back on table. Heute wollen wir einmal schauen, was passiert eigentlich mit so einem Haken, wenn er in diese Verformung reinkommt und sich aushakt, weil er zerstört wurde. Damit es auch funktioniert, habe ich hier eine etwas größere Ratsche reingenommen, eine 1500 Kilogramm Ratsche. Der Haken sollte eigentlich so ganz grob 400 Kilogramm in der Dauerbelastung abkönnen, wird voraussichtlich so ungefähr bei 800 Kilogramm anfangen zu versagen. Wir wollen in die Zwangsverstörung reingehen. Das Gurtband ist eigentlich in der Regel nie das Problem, weil das Gurtband normalerweise doppelt so viel Last aufnehmen kann wie die Eisenteile, die sich an diesem Gurtband befinden. Damit wir aber gleich die dynamischen Lasten sehen können, die sich hier quasi gleich entfalten, habe ich hier meinen Testdummy dabei, den setze ich hier einmal rauf, der wird da ein paar Saltos machen, ich hoffe, er kriegt keine Kopfschmerzen. Ich gehe in meinen Schutzraum, wir sehen uns nachher bei der Analyse. Ich bin hier wieder in meinem Schutzraum und jetzt schauen wir einfach mal, wir bringen hier diese Zugspannung rein. Wir sind bei 250 Kilogramm. Meine Vermutung ist ganz grob so zwischen 700 und 800 wird der Haken versagen. Wir nähern uns jetzt der zulässigen Maximalbelastung in dem Dauergebrauch. Das sind jetzt genau hier 400 Kilogramm. Und jetzt fangen wir an und gehen in die Zerstörung rein. Wir schrauben uns hoch auf 500, gleich touchen wir die 600, wir nähern uns gleich der finalen Entspannung, wo es zerstört wird. Ich bin ganz gespannt, was gleich passiert und der Sam wird gleich sein Salto machen. 600, wir touchen die 650, 700, 720, 750. Gleich wird's kommen. Ich sehe den Haken, er biegt sich schon ein bisschen. 800. Wir sind bei 800. Wir schrauben weiter hoch. 850. Wir sind weit über dem, was eigentlich gefordert ist in der Belastung. Ich bin mal ein bisschen leiser, damit das gleich schlagen und knallen hört. Wir sind bei 1000. 1000 Touchdown. Gleich geht's. Wow, nein, was geht kaputt? Oh. Wow, habt ihr das gesehen? Ich komme aus dem Lachen gar nicht mehr raus, ey. Ja, der Testdummy, das ist übrig geblieben. Habt ihr gesehen, auf einmal weggeschossen ist? Unglaublich. Also, Wahnsinn, ich brauche eine geilere Kamera, mehr Slow Motion. Ich hätte gerne gesehen, wie alles so in Einzelteilen zersprungen ist. Aber lasst uns ganz kurz in die Analyse reinkommen. Das ist ja auch eine ernste Thematik hier. Wenn wir einmal schauen, das war das Gurtband, was wir gerade getestet haben. Ziel war es ja gewesen, zu schauen, was passiert denn mit diesem Haken? Wann kommt er denn in diese Überstreckung rein, in die Lastgrenze? Und was wir hier ganz deutlich erkennen, wir gucken mal nebenbei auf den Dynamometer. Ich weiß die Zahl gar nicht mehr. Bei 1114 hat der Haken erst nachgegeben. Das heißt, in der Dauerbenutzung ist er mit 400 Kilogramm zulässig. Normalerweise hätte der bei 800 Kilo kaputt gehen sollen. Nur mal so viel dazu. Das ist doch Qualität, oder? Und das bei den aktuellen Stahlpreisen. Unglaublich, sage ich euch. Schauen wir her, warum ist es denn hier aufgebogen? Was ich euch gerne einmal so verinnerlichen möchte oder nahebringen möchte, warum dieser Haken so wichtig ist. Bitte hakt diese Haken nie in Sachen ein, die größer sind als das Innere des Hakens. Sprich hier, als hier diese Kerbung, diese Wölbung. Wenn ihr mal schaut, wenn wir diesen Haken zum Beispiel in was eingehakt hätten, was viel größer wäre als hier, diese Wölbung, dann hätten wir zwangsläufig hier oben einen Biegemoment reingegeben und der Haken wäre schon viel früher aufgebogen worden, weil er das gar nicht abnehmen kann. Das heißt, hier müssen wir etwas suchen, was hier eigentlich reinpasst, weil Ziel muss es sein, hier unten final in der Biegung drin zu legen, weil genau dann haben wir am wenigsten Biegemoment drin. Wir kennen ja die Hebelgesetze mit langen Hebelarmen, kurzen Hebelarmen.
Und so kommt die Last im Prinzip gleich linear in unser Gurtband rein. Und das muss das Ziel sein, was ihr verfolgen sollt. Achtet darauf, eure Haken immer hier in dieser Biegung einzuhaken, damit euch das nicht zu früh passiert. Wir haben ganz bewusst jetzt die Zerstörung gewählt. Aber was ich sagte, das Gurtband hat gehalten. Hier ist nur so eine ganz kleine, ich sag mal, Ausfransung. Die kommt einfach nur, weil wir hier eine kleine Scheuerstelle hatten. Weil hier vorne ist das ein bisschen gegengekommen. Aber ey, ich muss jetzt meinem Sohn klar machen, wo ich hier so einen neuen kleinen Test-Dummy herkriege. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was, euer Coach.